Leute, willkommen zu einer neuen Folge von der F1 2021 MyTeam-Karriere. Heute mit dem Rennen in Belgien. Einmal ein Blick in die Nachrichten. Nichts Besonderes. Wobei, Wetterbericht wollte ich mal reingucken. Ja, 21% Regenwahrscheinlichkeit zu Beginn, nimmt aber ab. Wir lassen uns überraschen, ob der Start trocken ist. So, wie immer vorher einmal der obligatorische Blick in die F&E. Position des Tanks können wir einmal machen. Und ich habe noch gesehen, wir können hier noch was machen. Ich würde sagen, ich mache das einfach. Mir egal. Ja, wir können Alpine und auch Aston Martin so ein bisschen ärgern. Aber wie immer dürfen wir nicht vergessen, dass die auch weiterentwickeln. So, das ist jetzt wichtig. Da müssen wir was unternehmen. So können wir nicht das Qualifying fahren. Also brauchen wir einen neuen Motor. Das funktioniert noch MGUK, MGUH. Fürs Rennen auch auswechseln. Energiespeicher auf jeden Fall. Turbolader auswechseln. Ja, und den Rest können wir fürs Rennen so lassen. Dann würde ich sagen, ab geht's. Also, ich bin ehrlich, mit der Runde bin ich mega zufrieden. Hat sich auch richtig geil angefühlt. Ich bin gespannt, wo Schwartzman landet. Ja, Schwartzman, der ist etwas weiter hinten. Aber sieht man es auch. 14. hat er verschenkt irgendwo. Aber die haben ihn so weit weiter hinten platziert. Also, das fällt jetzt echt nah beieinander. Wir nochmal gucken. Die Top 10 sind innerhalb von knapp einer Sekunde. Also, ich glaube, man muss da nicht mehr zu sagen, oder? Hier, 2000stel Verstappen fehlen ihm auf Norris. Gut, würde ich sagen, ab ins Rennen. Mal schauen, was geht, ob das auch so gut läuft. Okay, Leute, es scheint trocken zu sein. Wir haben die Trockenreifen, aber es ist ziemlich bedeckt. Wir gucken uns das an. So, Benzin drehe ich mal auf eine halbe Runde weniger runter. Da sind wir im letzten Rennen ja ganz gut mit klargekommen. Würde ich sagen, ab geht's. So, Start, ganz ruhig. Nicht schlimm, wenn wir ein paar Plätze verlieren. Sehr gut, heil weggekommen schon mal. So, kleinen Angriff auf Giovinazzi. Können die noch nicht für uns entscheiden.
Jetzt aber. Das war nicht so gut. Aber nochmal Glück gehabt. Aber Giovinazzi versucht seinen nächsten Angriff. Und da können wir uns, glaube ich, nicht entgegenstellen. Wir können höchstens versuchen, reinzubremsen. Okay, konzentrier dich. Wir müssen dranbleiben. Ja, das war nicht so gut. So, komm, Giovinazzi, zeig, was du kannst. Und das tut er auch. So, ich lasse ihn unter Umständen erstmal ziehen. Ich hebe mir jetzt mal ein bisschen RS für die Gerade auf, für die Camel-Gerade. Das können wir in Verbindung mit DRS dann unter Umständen nutzen. So, wir tasten uns schon mal ran. Könnten vielleicht sogar vorbeigehen. Ich versuche mal mein Glück. Okay, das war jetzt ein bisschen komisch. So, Attacke. So, haben wir fürs Erste wieder. Ein paar Informationen zu Raycon. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Dass der Kehrtraum nicht so gut rankomme. Aber wenn er ein Problem hat, dann heißt das möglichst schnell vorbeiziehen. Nicht lange an ihm aufhalten. So, reicht es schon für DRS? Ja, sehr gut. Kommen wir ran? Ja, nicht ganz so gut. Wir müssen uns also noch ein bisschen gedulden, wie es aussieht. So, jetzt. Nächste Kurve muss es was werden. Aber der gibt auch nicht kampflos auf. So, sehr gut. Wenn der uns jetzt auffällt, dann ist das problematisch. Aber jetzt kommt schon Giovinazzi wieder. Der meint ernst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich sehe gerade Giovinazzi. Ist deutlich zurückgefallen und ne, Schwarzman kann da nichts mit zu tun haben. Der ist ja selber noch ein Stück weit weg von Giovinazzi. Aber ich hoffe mal, ich habe an Giovinazzi nicht wieder was kaputt gemacht bei meinem Rutscher eben. Nicht so wie in Österreich, wo ich ihn rausgekickt habe. Giovinazzi hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 48,4. Okay, einen Schaden hat er aber nicht. So, die ersten Leute fahren an die Box. Ich würde das auch mal als Gelegenheit nutzen, ein bisschen Energie und Benzin zu sparen. Das Defizit habe ich jetzt noch nicht ganz wegbekommen. Zumindest nicht so, wie ich es gerne hätte. Ja, Ricardo spendiert mir vielleicht ein bisschen DRS. Dann lasse ich mich so ein bisschen hinter ihn gleiten. Sofern das klappt. Okay, DRS habe ich schon mal, das ist gut.
Okay, ich sehe schon, mein Plan, mich an Ricardo zu hängen, klappt nicht. Habe ich auch ehrlich gesagt keine großen Hoffnungen gehabt. Komm, Lachgassi, das ist mal vorbei. Macht ja eh keinen Sinn, sich an ihm aufzuhalten. Ah, das ist Perez, der nächste DRS-Spender hoffentlich. Sieht aber gut aus. Ja, wir sparen jetzt Energie, dass wir dann mit den frischen Reifen ein bisschen pushen können. Das ist mein Plan. Nee, ne? Bitte nicht. Das ist ein schlechter Scherz. Robert ist ausgeschieden. Das will ich mir mal nach dem Rennen angucken, was da passiert ist. Okay, er steht da in Urush. Auch eine recht gefährliche Ecke eigentlich. Ja komm, lass mal den Ferrari mal vorbei. Das ist okay. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. So, Giovinazzi, der Alte, ist wieder da. Und er versucht so ruhigen Angriff. Überleg dir das. Und in der Bus-Stop ist auch... Ein paar Infos zu Norris. Oh shit. Safety Car. Aber es wird wieder einiges zu gucken. Yo, ue, yo. Mann. Was macht ihr da? Benehmt euch. So, durch einige glückliche Zufälle sind wir auf die 11 vorgerückt. Und da wir Russell vor uns haben, Williams müsste uns eigentlich unterlegen sein, können wir es vielleicht sogar in die Punkte schaffen. Müssen mal gucken, was geht. So, aufpassen. Das Rennen geht jeden Augenblick weiter. Okay, es geht los. Stark. So, Giovinazzi versucht es wieder mal. Wir können ihn aber hinter uns halten, sehr gut. So, wir sind jetzt nah dran an Russell auf der Camel-Geraden. Sollte es was werden. Oh, er verbremst sich. So, und Feuer. Alles drauf, was wir haben. Er hat keinen DRS, das ist sehr gut. Wir kommen ran. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. So, Russell ist nah dran. Könnte sein, dass er zum Konterreich einsetzt. Oh, da kommt ein Aston Martin, das ist der von Stroll. Der könnte Russell jetzt so ein bisschen aufhalten, mit etwas Glück. Oh Gott. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Oh je, Stroll kommt jetzt nochmal ziemlich nah. Der kann mir jetzt zum Ende nochmal Kopfzerbrechen bereiten. Das ERS, obwohl ich warte mal noch. Mensch, Stroll, gönn mir doch meine Punkte. Die ersten Punkte, das ist der erste Punkt meines Teams. Gönn doch. Ja, okay, wollen aber auch fair bleiben, denkt dran. Oh ja, das war jetzt auf letzter Rille. Hat sich aber gelohnt. Ja, ich sehe gerade, Stroll fällt jetzt noch sehr weit zurück. Sprich schneller. Ihre Reifen sind 11 Runden alt. Der Wagen hinter dir hat einen geringfügigen Schaden am Frontflügel. Oh. Schaden am Frontflügel. Schade. Rundenzeit lag bei 1:46. Ah gut, das ist er. Unser erster WM-Punkt. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Ja, Fahrer des Tages. Cool. Hat auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Ich bin zufrieden. Jetzt will ich mir nur ein paar Sachen angucken. Da war ja das eine oder andere. Okay, Norris hat einen Totalschaden.
weil sonst alles andere war mechanisches Versagen. Ah, Leclerc scheint da was zu tun zu haben. Okay. Norris und Stroll, die beiden Sachen will ich mir angucken. So, hier sind wir on board mit Norris. Was ist da passiert? Leclerc hat auch eine Verwarnung gekriegt. Für die schwere Kollision, das heißt sogar eine Strafe. Scheint sich da ein bisschen ins Gehege gekommen zu sein. So, hier kommt Norris ziemlich nah dran an Leclerc. Ich schätze mal, dass er es ist. Ne, Sainz ist das. Okay, gucken wir mal. Ach du Scheiße. Ah, okay. Und das hat wahrscheinlich die Safety-Car-Phase ausgelöst. Stopp. Moment. Davon wollte ich kein Foto machen. Ah ja, die rauschen da alle rein. Und da kommen wir. Das war also die Safety-Car-Phase. Okay. Wir schauen uns mal die Situation mit Stroll an. So, das ist die Runde, in der es passiert ist. Also Stroll kommt relativ nah an mich ran. Ja, okay, ich hätte da nicht so rüberziehen dürfen. Gebe ich zu. Andererseits habe ich meinem Spitznamen Todeshill wieder alle Ehre gemacht. War sonst noch was? Na, no, Bottas und Schwarzman, DNF durch mechanisches Versagen. Okay, ist ärgerlich, aber kann man nicht ändern. So, wir haben wieder ein Abteilungsereignis, schauen wir uns das mal an. Ja, soll Schwarzman mehr Zeit im Simulator verbringen oder bei Meetings bleiben? Ja komm, ich würde mal sagen, ab in den Simulator. So. Wir haben nicht viel Zeit für Aktivitäten. Daumen, was machen wir? Ja komm, ich mach mal zweiter Fahrer Personalbeurteilung. So, F&E schaue ich nochmal rein. Er empfiehlt uns nichts. Ja, das muss ich wieder zurückändern, wenn ich ins nächste Training gehe. Ein paar Komponenten können wir zumindest dafür noch gebrauchen. Und dann schaue ich mal vor. Ja, viel war jetzt nicht. Gut, dann geht's. Nächste Folge in die Niederlande. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Ciao.